Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen interessanten Denker aus dem 18. Jahrhundert, nämlich Julien Auffray de la Mettrie, 1709 bis 1751. Geboren in Frankreich, Arzt und Philosoph, gestorben in Berlin, damals am Hof in Potsdam, am Hof von Friedrich dem Großen. Er war ein Aufklärer mit einem, ja, in die Zukunft weisenden Zug, nämlich er war ein Materialist. Das heißt, für ihn war alles Materie, es gab für ihn keinen Gott, er war Atheist, keine Seele, und hat ein berühmtes Werk geschrieben, nämlich L'Homme Machine, das heißt die Maschine Mensch. Er sah den Menschen als reine Maschine. Das war damals ein bekannter Vergleich. Also Maschinen waren damals auch schon sehr ja, beliebt und immer wieder wurden damit Vergleiche gezogen. Es war also nicht neu, dass er den Mensch mit einer Maschine verglich, aber in seiner Radikalität war das neu. Und das machte ihn besonders, weil so ein bisschen Kritiker des Weltbildes von damals gab es ja immer. Aber er war ein sehr radikaler Kritiker. Das heißt, er hat den Mensch total mit der Maschine verglichen. Es gab für ihn dann, der Mensch war rein, eine reine, sich selbst regulierende Maschine. Alle gedanklichen Vorgänge, geistigen Vorgänge, Wille und so weiter, kommt aus dieser Maschine heraus, aus dieser biologischen Maschine. Es gibt also gar keinen freien Willen. Alles ist determiniert durch sozusagen die Chemie unseres Organismus. Alles ist determiniert durch Ursache und Wirkung. Ihr kennt das. In etlichen meiner Videos tauchte das ja schon auf. Diskussion freier Wille oder nicht. Und de la Mettrie stand voll auf der Seite vieler Wissenschaftler heute, die sagen, es gibt keinen freien Willen in dem Sinne. Es ist alles durch unser Gehirn, biologisches, materielles Gehirn, bestimmt, hervorgerufen, es gibt nichts darüber hinaus, kein Gott, keine Seele, gar nichts. Das war de la Mettrie, sehr radikal, zu radikal für die damalige Zeit, denn selbst die Aufklärer damals machten ja noch viele Kompromisse, denn auf Atheismus, also Atheismus wurde damals bestraft, und das war, wenn man auch die unsterbliche Seele leugnete, das war also nicht sehr angeraten. Darum haben viele Aufklärer damals dieses Thema umschifft oder das nicht so radikal durchdacht, was aus der Allherrschaft der Vernunft also folgen könnte. De la Mettrie war aber jetzt nicht nur dieser reine Materialist oder Maschinendenker sozusagen, sondern er war auch nochmal ein Stück weiter, auch ein sehr interessanter Querdenker. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was de la Mettrie vielfach auszeichnet oder was ihn einfach auch ein bisschen besonders macht. Natürlich seine Radikalität im Materialismus, aber auch sein Denken sonst. Das heißt, er war immer auch ein Querdenker. Zum Beispiel kritisierte er diese ganze Verbegrifflichung der Natur durch Linné zum Beispiel, die ganzen Pflanzennamen und irgendwelche Abteilungen, Untergruppen und so weiter. Er war jemand, der eher von Fall zu Fall urteilte, der Arzt eben, ne, der einfach praktisch mit dem umging, nicht so viel Diskussion und nicht so viel Verbegrifflichung, dem nicht zuordnen, vorgreifen, was die Natur so bringt. Das war auch ein sehr wichtiger Punkt von ihm. Ganz interessant auch, dass er sozusagen das Volk letztendlich immer für den dummen Pöbel hielt. Das heißt, das Volk bleibt immer dumm und dumpf. Da kann man auch nichts machen. Das war natürlich ein Frontalangriff gegen die Aufklärung, gegen die Bildungsoptimisten, gegen die Volksaufklärer. Das hat ihn extrem unbeliebt gemacht bei der Aufklärung, bei den aufklärerischen Denkern. Denn natürlich, wenn ich sage, das Volk bleibt immer dumpf und dumm, dann kann ich mir das eigentlich sparen. Die ganze Aufklärung fürs Volk und die ganzen Geschichten und Bildung und so. Also er war im Grunde fast eine Mischung zwischen, ja, mit heutigen Begriffen oder mit
etwas veralteten Begriff zu nennen, ein linker Aufklärer, ein linksoptimistischer Aufklärer. Aufklärung als linkes Projekt, weg von Traditionen, weg vom alten sozusagen Menschenbild hin zur Vernunft und so weiter. Aber Zugleich war er auch ein extremer Konservativer, der sozusagen den Menschen immer für gefährdet hielt, für ja, dumpf und dumm, aber auch für das Böse, vom Bösen her gefährdet. Ein Mensch kann immer durchgehen wie ein Pferd. Also man sieht, er war eine Mischung zwischen verschiedenen Strömungen, also sozusagen linker Aufklärer und rechter Skeptiker sozusagen in einem. Und das passte natürlich nicht in die Schemen von damals und hat ihn natürlich extrem unbeliebt gemacht. Von der Kirche bis zu den Aufklärern. Er saß zwischen allen Stühlen, ein origineller Denker, der einiges radikal vorweggenommen hat, was wir heute vielfach für Wirklichkeit halten in der Wissenschaft. Die ganze Kritik dieser Geschichte, das baue ich jetzt nicht in dieses Video ein. Natürlich ist das nicht die einzig mögliche Position. Siehe meine anderen Videos, freie Wille etc., Materialismus etc. und so weiter. Aber hier soll es ja nur um Dolametrie gehen und was er verbreitet hat. Natürlich ist der Materialismus nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Gibt da andere Positionen, die man mit Recht vertreten kann. Das war's kurz über Dolametrie, ein interessanter Denker des 18. Jahrhunderts. Durchaus auch geprägt durch seinen Beruf als Arzt, das dann so ein bisschen zu anderen ja, Einschätzungen führte, als wenn er vielleicht nur Philosoph gewesen wäre. Wenn ihr Fragen habt zu der Dolametrie, gerne im Kommentarbereich des Videos schreiben. Ansonsten freue ich mich über Likes fürs Video, Abonnements für den Kanal und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.